Wir kennen doch noch alle Art Attack von damals aus unserer Kindheit. Ich habe das komplette Art Attack Studio in meinem Zimmer nachgebaut. Plus meinen eigenen weißen Bastelkleber, die wir damals als Kind nie hatten, aber immer wollten. Diese Kulisse nachzubauen hat eine Schwierigkeitsstufe von 10 und hat mich über 13 Stunden gekostet. Und als allererstes habe ich angefangen, ein XXL-Federmäppchen nachzubauen. Ich habe allein dafür 2 Stunden gebraucht und wir haben 3 Uhr morgens. Ich kann nicht mehr. Und der allererste, der mir sagen kann, wie der Schauspieler von Art Attack heißt, den folge ich zurück. Für ein Federmäppchen brauchen wir auch noch ganz viele Stifte, deswegen habe ich hier buntes Papier ausgesucht. Und jetzt kommt das Aufwendigste von allen. Ich habe diese XXL-Stifte auf ein buntes Papier gezeichnet. Nach 1,5 Stunden sah die Skizze dann so aus. Es sah mir ein bisschen zu langweilig aus, deswegen habe ich mir Farbe geschnappt und sie ausgemalt. Zum Ausmalen benutze ich eigentlich immer Acrylfarben. Ich finde die einfach am besten und die decken einfach gut. Und nach 3 Stunden sahen die Stifte dann so aus. Es ist schon gut geworden, seid ehrlich. Als nächsten Schritt habe ich dann die Stifte ausgeschnitten und mit Bastelkleber an meinem Federmäppchen draufgeklebt.